Seit gestern erleben wir den Durchzug immer wieder schwerer Regenfälle. Wir hatten bereits gestern ab 14 Uhr Einsätze, die sich bis in den Abend reinzogen. Wir hatten bereits gestern rund 30 Einsätze. Heute sind bislang 25 alleine hier im Bad Schwartauer Stadtgebiet dazugekommen. Wir haben aktuell mehrere Brennpunkte, um das so zu sagen. Das ist einmal in einer Straße, wo ein Haus droht zu unterspülen und abzusacken. Wir haben dort aktuell das technische Hilfswerk mit im Einsatz. Wir haben immer wieder das Krankenhaus, was droht zu überfluten. Wir versuchen, das mit Sandsäcken zu schützen. Und wir haben natürlich zahllose Keller innerhalb des Stadtgebietes, derzeit auch mit steigender Tendenz, weil wir im Moment die Situation haben, dass wir immer wieder starke Regenfälle haben, die dann jedes Mal wieder für die nächsten Keller sorgen. Und es ist schwierig, da noch hinterherzukommen. Wir haben derzeit die gesamte Gemeindefeuerwehr Bad Schwartau im Einsatz, das ist die Feuerwehr Bad Schwartau-Rensefeld und Groß-Parin, werden derzeit unterstützt von Kräften aus Radekau und Stockelsdorf, die allerdings auch in ihren Gemeindegebieten natürlich zu tun haben. Und aktuell eben auch das technische Hilfswerk aus Neustadt und Eutin mit im Einsatz, speziell für die schweren Lagen bei den Überspülungen. Da alle Fahrzeuge draußen sind, sind wir wohl mit ca. 50 bis 60 Kräften im Einsatz. Dazu kommen Feuerwehren der Nachbargemeinden und das technische Hilfswerk, sodass ich einfach roundabout schätzen würde, dass wir mit über 100 Einsatzkräften.